ein bisschen Erde. Und jetzt kommt das Wichtigste. Eine kleine Bohne. Oh, hallo. Da seid ihr ja. Ich freue mich, euch zu sehen. Und ihr kommt genau zur richtigen Zeit. Gerade hatte ich noch ein bisschen mit dieser kleinen Bohne hier zu tun. Ich bin echt mal gespannt, was da wohl draus wächst. Wollen wir doch mal sehen, welches Märchen uns dazu einfällt. Es war ganz in der Nähe, vielleicht gerade einmal zwei Häuserecken entfernt, da trug sich folgende Geschichte zu. Hans und die Bohnenranke. Hans ist ein ganz schön wissbegieriges Bürschchen. Man könnte ihn sogar schon fast neugierig nennen. Nichts liebt er mehr, als das Haus von oben bis unten zu durchsuchen und in jede Schublade, jeden Schrank und unter alle Möbel zu schauen. Obwohl er sehr gut im Suchen ist, findet er selten etwas Aufregendes. Doch was ist das? Dieses Mauseloch hat sich Hans noch nie genauer angesehen. Er streckt erst einen Finger hinein und schließlich die ganze Hand. Endlich hat er etwas Aufregendes gefunden. Was ist denn das für eine seltsame kleine Bohne? Ich frage mich, ob es noch mehr davon gibt, denkt er sich und streckt seine Hand wieder in das Mauseloch. Zwei Bohnen, drei Bohnen, vier, fünf Bohnen, sind da etwa noch mehr? Hans greift noch einmal in das Mauseloch, um es herauszufinden. Doch was passiert da Merkwürdiges? Das kleine Mauseloch wird größer und größer. Hans ist ganz aufgeregt. Endlich gibt es etwas Neues zu erkunden. Voller Neugier kriecht er durch den kleinen Bogen. Wer hätte gedacht, dass auf der anderen Seite des Mauselochs ein so wunderschöner Wald liegt, der nur darauf wartet, erkundet zu werden? Doch wo soll man nur anfangen? Hier gibt es so viel zu sehen und zu erleben. Eine bezaubernde Blumenfee, die ihren Garten gießt, winkt Hans zu. "Herzlich willkommen im Wald", sagt sie zu ihm. "Vielen Dank", antwortet Hans. Er zeigt ihr die lustigen kleinen Bohnen, die er gefunden hat. Ich möchte sie einpflanzen. Könnte ich mir kurz deinen Spaten borgen? Fragt er. Aber natürlich, sagt die Blumenfee. Hans steckt eine der Bohnen in seine Tasche zurück. Die behalte ich als Glücksbringer, sagt er. Er gräbt ein kleines Loch und pflanzt eine, zwei, drei, vier kleine Bohnen ein. Die beiden warten gespannt, ob die Bohnen wachsen, doch nichts geschieht. Als sie gerade aufgeben wollen, passiert etwas Unglaubliches mit den kleinen Bohnen. Die Erde erzittert und eine riesige Bohnenranke sprießt aus dem Boden. Sie wächst und wächst und wächst, bis ihre Spitze in den Wolken verschwindet. Hans ist ganz aufgeregt. Endlich ein neuer Ort, den ich erkunden kann. Willst du auch mitkommen? Fragt er die Blumenfee. Nein, danke schön, antwortet sie. Ich glaube, ich bleibe lieber hier. Hans klettert und klettert und klettert. Immer weiter geht es hinauf. Hans klettert weit, weit nach oben, bis in die fluffig weichen Wolken. Die Wolken sehen aus wie Zuckerwatte. Und wisst ihr was? Sie schmecken auch so. In einiger Entfernung kann man undeutlich die Umrisse eines riesigen Schlosses erkennen. Oh, denkt Hans, dieser Ort ist ja wie geschaffen dafür, einmal genauer unter die Lupe genommen zu werden. Das Schloss ist herrlich verwinkelt.
Es wartet nur darauf, dass endlich jemand kommt und auf Erkundungstour geht. Alles ist so riesig, als sei es extra für jemanden gemacht worden, der ungewöhnlich groß ist. Hans stemmt mit beiden Händen den Deckel einer riesigen Schatztruhe auf. Sie ist bis an den Rand mit Goldmünzen gefüllt. Er steckt sich so viele Münzen wie nur möglich in seine Taschen. Der Duft von Schuft liegt in der Luft. Ist er lebendig oder tot? Er kommt fürs Frühstück auf mein Brot. Hans wird himmelangst und bange. Er will gar nicht wissen, zu wem diese Stimme gehört. Er rennt aus dem Schloss und den ganzen Weg zurück zur Bohnenranke. So schnell er kann, klettert er nach unten und schaut dabei kein einziges Mal zurück. Sicher am Boden angekommen und völlig außer Atem, verspricht Hans sich hoch und heilig, dass er nie wieder die Bohnenranke nach oben klettern wird. Er setzt sich, um wieder zu Atem zu kommen, und zählt seine Goldmünzen. Er bietet der Blumenfee eine Münze an. Immerhin hat er ja jede Menge davon in seinen Hosentaschen. Wo hast du die her? Fragt sie ihn. Der Riese, der ganz, ganz hoch oben in den Wolken wohnt, hat sie mir geschenkt, antwortet Hans. Die Blumenfee nimmt eine Münze und wickelt sie zu Hans großer Verwunderung aus. Im Inneren befindet sich Schokolade. Hans versucht auch eine Münze. Es sind Schokoladentaler. Die besten, die er je gegessen hat. Er teilt sie mit der Blumenfee und bald haben sie die ganze Schokolade aufgegessen. Vielleicht, sagt Hans, kann ich, wenn ich ganz leise bin, noch ein paar weitere Münzen stehlen. Sie sind so lecker. Die Blumenfee ist sehr verärgert. Du hast die Münzen gestohlen, Hans? Was bist du nur für ein unartiger Junge? Wenn der Riese dich erwischt, wird er sehr, sehr wütend sein. Mach dir keine Sorgen, er wird mich nicht erwischen, prahlt er. Ich bin so schnell wie der Wind. Hans hat nicht die geringste Angst vor dem Riesen. Mutig klettert er wieder hoch in die Wolken. Hans schleicht sich ins Schloss und öffnet die Schatztruhe erneut. Doch sie ist leer. Nicht eine einzige Goldmünze liegt noch in der Truhe. Ein heiseres Krächzen erschreckt den armen Hans. Er lässt den Deckel mit einem lauten Knall fallen. Doch es gibt gar keinen Grund, Angst zu haben. Es ist nur eine kleine Henne. Eine kleine Henne, die goldene Eier legt. Langsam und sorgfältig zieht Hans die goldene Folie ab. Es ist ein Schokoladenei. Und die Schokoladeneier schmecken sogar noch besser als die Schokoladentaler. Hans hebt die kleine Henne auf und nimmt sie unter den Arm. Zusammen mit ihr schleicht er aus dem Schloss. Die kleine Henne mag es aber gar nicht, hochgehoben zu werden. Sie gackert und zappelt und versucht, sich aus Hans' Griff zu befreien. Durch den vielen Lärm ist der Riese aufgewacht. Er rennt Hans hinterher. Seine Schritte dröhnen wie Donnerschläge. Der Duft vom Schuft liegt in der Luft. Ist er lebendig oder tot? Er kommt fürs Frühstück auf mein Brot. Hans klettert die Bohnenranke so schnell wie möglich hinunter. Der Riese ist ihm dabei dicht auf den Fersen. Hans springt auf den Boden. Die Blumenfee schwingt ihren Zauberstab und zaubert ihm eine Axt herbei. Klonk, klonk, klonk. Die Bohnenranke schwingt von einer Seite zur anderen und mit einem letzten Schlag fällt sie zu Boden. Doch genauso ergeht es dem Riesen. Er landet mit einem dumpfen Knall mitten im Garten der Blumenfee. Jetzt steckt Hans wirklich in Schwierigkeiten. Der Riese will ihn zum Frühstück verspeisen und die Blumenfee hat er auch verärgert. Es ist seine Schuld, dass ihre wunderschönen Blumen plattgedrückt worden sind. Mit zitternden Händen streckt Hans dem Riesen die Henne entgegen. Tut mir leid, Riese, sagt er reumütig. Du kannst deine Henne zurückhaben, aber bitte, bitte iss mich nicht. Der Riese nimmt seine Henne entgegen.
Da fängt er plötzlich an zu weinen. Wie soll ich nur jemals wieder nach Hause kommen? Wimmert er. Die Blumenfee reicht ihm ihr winziges Feentaschentuch. Doch es ist viel zu klein, als dass es die Tränen eines Riesen trocknen könnte. Hans fühlt sich schrecklich. Was soll er nur tun? Er versucht, die Bohnenranke wieder aufzurichten. Doch sie ist viel zu schwer. Da fällt ihm ein, dass er ja noch eine letzte Bohne hat. Er gräbt ein Loch und versenkt sie im Boden. Sie stehen da und warten gespannt, doch nichts geschieht. Vielleicht fehlt noch ein bisschen Feenstaub, schlägt die Blumenfee vor. Mit ihrer Zaubergießkanne gießt sie ein wenig davon auf den Boden. Die Erde erzittert. Die Bohnenranke schießt aus dem Boden in den Himmel. Der Riese ist überglücklich. Er kann wieder nach Hause zurückkehren. Mit großen Schritten erklimmt er die Bohnenranke. Seine kleine Henne hat er sicher unter den Arm geklemmt. Doch der Garten der armen Blumenfee sieht immer noch schrecklich aus. Die Blumenfee hat Hans geholfen, deshalb muss er jetzt das Gleiche für sie tun. Hans schuftet hart, damit das Blumenbeet wieder so aussieht wie vorher. Die Blumenfee ist entzückt. Hans hat wunderbare Arbeit geleistet. Hans winkt der Blumenfee noch einmal zum Abschied, bevor er durch das Mauseloch auf die andere Seite kriecht. Er ist so froh, wieder sicher und heil zu Hause angekommen zu sein. Hans hat seine Lektion gelernt. Von heute an, gelobt er feierlich, werde ich nie wieder neugierig sein. So, nun wollen wir dem Buch ein wenig Ruhe gönnen. Schließlich ist es schon sehr alt. Und ihr? Bleibt immer schön neugierig. Dann wird's nie langweilig. Macht's gut. Bis zur nächsten Märchenstunde.